Ich glaube, ich habe noch ein Story vergessen. Da oben lag ja noch ein Blatt. Also gehe ich ja gleich nochmal hoch. So, haben wir alle hier. Hier war keine Tür. Aber gab es vielleicht noch? Ach, ist ja gut. Stimmen. Scheinen ja wiederzukommen. Der Vergiftungstrank, den hat der Daniel zum Vergessen genommen, scheint langsam nachzulassen. So, ich drehe doch mal die Tür ein. Mit Rechtsklick oder so soll das gehen. Gehen wir mal hier rein. So, man kann die dann so reißt zuhauen. Ist das nicht mehr? Nö, mehr nicht. Na gut. Aber hier lag noch ein Brief. Darf ich nochmal. Hier drüben. Brief. Memo-Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind. Und lasse die anderen in den inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Okay. Gehen jetzt aber erstmal runter und machen die Zahnräder an die Maschine. Und wenn wir das haben, dann könnten wir das Ding vielleicht schon anmachen. Ja gut. Leider geil. Das passt nicht. Da passt's. So. Was kommst du? Na. Schön, dass sich die Dinger dann auch extra noch schön drehen. Ist ja schon automatisch. Automatic Magic. Gut, da haben wir. Mal gucken, ob das wieder geht. Die Maschine muss noch mehr. Okay, die funktioniert noch nicht. Scheint noch nicht ganz zu funktionieren. Was denn noch? Hab ich schon was vergessen? Oh Mann, hier. Komm, mein Licht. Ich hab mich auf den Sack. Passiert nix. Ah. Ja, komm mal weg. Es ist nicht ein Brenner, das man anzünden kann. Okay, da muss ich wohl was in den Brenner schieben. Und da hier ja Kohle liegt, nehme ich Kohle. Kann ich das mit der Schaufel machen? Irgendwie nicht. So, nehme ich halt hier so. Boah, der wird's auch tun. Muss halt mal ein bisschen bullen, sonst hält die auch länger. Einmal. Zweimal. Wir könnten ja mal was probieren. Und. Oh! 10 Punkte. Gryffindor, für Daniel von Brenneburg und jetzt von hier. Oh, schade. Nicht funktioniert. Oh, von hier. Okay, hat guten Wurf. Ich bin unfähig. So, Tür zu. Jetzt eigentlich funktionieren. Was? Jetzt habe ich doch sogar. Oh! Na gut, dann müssen wir wohl erstmal noch hoch. Der Brenner brennt. Dann wechseln wir mal die Stäbe hier aus.
Wir haben Strömungskreislaufstab. Den machen wir mal beim Kreis rein. Einen Trinity machen wir mal hier rein. Und einen Vierphasen. Nehmen wir mal hier rein. Wunderbar. Das scheint wieder von Dann gucken wir mal. Das scheint jetzt wieder zu gehen. Lassen wir mal runter. Vielleicht geht's ja jetzt. Gut, vielleicht geht's jetzt. Okay, wir müssen wohl nach oben die Schalter umlegen, auch wenn ich keine Ahnung, wie ich die umlegen muss, dass das dann hier läuft. Aber wurscht. Wir laufen mal nach oben. Warum ist hier so dunkel? Naja, ist halt so. Und die Tür ist offen, das ist nicht gut. Naja, solange die nicht auf ist. Okay, wir haben jetzt noch hier irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mach das mal so. Rolle nach oben. Ja, warte mal, was stand da auf dem Zettel? Der hat auch einen Zettel gehabt. Nein. Notizen. Nein. Ein Tag. Nein. Notizen. Aufzugmaschine. Oh, wenn der Aufzug wieder kaputt, stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen: Hoch 8 und runter 8. Gut. Hoch 8, runter 8. Wird machbar sein. Kann die eigentlich auch so mittig? Ah ja, das geht also mittig. So, und die müssen dann also alle auf 8. Gut, dann kommt der mal so, dann steht da nämlich das und der kommt mal runter. Und das da kommt auch mal runter und das da kommt auch mal runter. Der Strom ist gleichmäßig stabil. Das gefällt uns. Also gehen wir mal jetzt nach unten. Wieder. Und da der Strom ist gleichmäßig läuft und der Druck da ist, sollte ja wohl das Ding jetzt auch anspringen. Und das Ding läuft. Das uralte Maschinenwerk vom Aufzug. Das gefällt uns nicht. Au. Versucht uns wohl das Gemäuer aufzuhalten. Holy crap. Da schmeißt wieder. Ja, hab ich's doch gesagt. Und wir gehen hier bitte schnell raus. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Oh Gott. Holy. Jetzt wird hier etwas ziemlich ungemütlich. Ach du Scheiße, das haben wir hier überall diese Tumor. Steigen bitte mal gleich in diesen schönen Fahrstuhl an, den wir uns jetzt hier. Ja, guck mal, da ist es hier. Aber hier geht's nicht hin, das Zeug. Fahren wir mal nach unten. Ich bin ja mal gespannt. Wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nach unten. Oh, oh. Ja, durch
durchblätterte das Buch der Monarchen, suchte nach Radierungen und zählte 9 verschiedene Könige. Zählte 9 verschiedene Könige aus ganz Europa, wurden mit einer Kugel in die Hand dargestellt. Das hatten wir schon. Man wiederholt sich. Gott, oh Gott, das Ding ist aber ja. Es scharbt hier aber runter. War wohl eine der allerersten Fahrstühle. Leinentuch, in das die Kugel schützend eingewickelt war. Alexander reichte danach, nahm sie an sich und hielt sie gegen das Licht. Bedeckte sie, sagte er. Bedeckte sie, sagte er. Oh, jetzt ist es unmöglich. Und natürlich haben wir überlebt. Wie auch sonst. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und irgendwie sieht sie genauso aus wie oben. Nur halt irgendwie, das ist alles kaputt. Obwohl, nur bis hier vorne. Und dann kommt hier schon gleich eine Tür. So, bevor ich jetzt da... Oh Gott, das kommt schon in Erinnerung. Come, this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a Baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Oh Gott, das gefällt mir schon nicht. So, bevor wir da reingehen, schauen wir uns aber nochmal hier um. Vielleicht liegen hier ja noch irgendwo. Wenn auch sehr unwahrscheinlich. Sag noch. Aber scheinbar nicht. Und wir sind wohl im Keller. Man hört hier schon ungemütliche Dinge. Und wir müssen erstmal wieder hier die ganzen Krempel wegräumen. Und hier sind auch wieder Rosenblätter. Hat das wieder sowas mit der Frau vielleicht auf sich? Weg damit. Weg damit. Zur Seite. Und du auch. Ich will sehen, was da drin ist. Wird auch schon gerufen. Mal das Ding. So, und du noch. Ach, diese kleinen Steinchen. Die halten immer nur auf. Roll, roll, roll. So. Und du auch. So, und dann können wir jetzt mal hier in den Nase noch was. So. Dann geht's mal ab in den Kerker, würde ich mal sagen. Oh, das ist ja nur so eine Tür. Okay, das gefällt mir nicht. Ich will im Fun-Safe-Set. Ich will da nicht rein. Ich will ja nicht mal die Monster sehen, wenn die vor mir stehen. Das ist so eine Hand von... Wenn jetzt hier echt so eine Hand kommen... So seitlich am Bildschirm in der Größe, als würde sie gerade auf deinen Kopf fassen wollen. So. Gott. Okay, Leute, das ist zu viel für mich jetzt um die Ozeanien. Ich hab jetzt schon... Wie es... dieser Dunkelheit weitergeht. Das seht ihr im nächsten Set von Amnesia Dark Descent. Ich bin euer Hauteffekt. Und bis dann.